Und so durfte Leverkusen weiter hoffen auf den Lucky Punch, den glücklichen Schlag. 8 Minuten vor Schluss ist Markus Münch zur Stelle. Das 1:1. Das war einfach unglaublich. Einige Punkte haben wir fahrlässig liegen lassen. Es wurde halt immer weniger. Und bis es dann zum finalen Schuss dann gegen Laudern kam. Wo wir dann einen Ausgleich gemacht haben. Und das war halt eine absolute Erlösung. Aber natürlich auch immer noch zu sagen, hey, es darf nichts mehr passieren. Weil es war ja dann plötzlich alles noch mal drin. Es war halt schon verrückt. Und dann war eben dieses Tor mit vielen glücklichen Umständen. Aber wie gesagt, ich war halt zur richtigen Zeit dann auch da gestanden. Man erinnert sich nachher gerne dran zurück, weil positiv ausgegangen ist, zum Glück. Jetzt war Leverkusen im kommenden Jahr wieder in der Bundesliga dabei. Der 18. Mai 1996. Es war ein Schicksalsdatum in der Historie von Bayer 04 Leverkusen. Man kommt erst zu klaren Gedanken meistens nachher. Was wäre passiert? Oh Gott, was konnte einmal passieren? Zum Glück haben wir es geschafft. Da, du bist einfach, du bist ja noch nervös. Mit einer Niederlage am letzten Spieltag der Saison 1995-96 wäre das Unfassbare Wirklichkeit geworden. Bayer 04 wäre erstmals in der Vereinsgeschichte in die zweite Liga abgestiegen. Doch wie konnte es überhaupt zu einem Abstiegsendspiel gegen Kaiserslautern kommen? Es war eine missratene Saison 1995-96. Wir hatten eine ganz ordentliche Vorrunde gespielt. Wir waren, glaube ich, 7. oder 8. Ich weiß es nicht genau. Und in der Rückrunde wurde es dann etwas schlechter. Wir hatten auch ein bisschen Theater der Mannschaft. Ich glaube, der Bernd Schuster ist in dem Jahr suspendiert worden, hat wieder eingeklagt. Wir hatten, glaube ich, grundsätzlich das Problem, dass keiner so richtig damit gerechnet hat, dass wir in diesen Strudel reinrutschen. Weil die Qualität der Mannschaft, der einzelnen Spieler natürlich sehr, sehr hoch war. Das war so das Überraschende an der ganzen Situation, dass die Mannschaft eigentlich völlig andere Ziele hatte, bestückt war mit absoluten Weltklasse-Spielern und dann auf einmal in den Keller rutschte. Und das hat, glaube ich, die Situation auch so spannend gemacht. Verletzungen, Formschwächen und dazu mit Erich Ribbeck ein Trainer, der bei Medien und Fans zunehmend an Kredit verlor. Im letzten Profijahr von Rudi Völler konnte der Abwärtstrend einfach nicht gestoppt werden. Nach zuvor 4 Niederlagen in Folge sorgte am 27. Spieltag beim Spiel auf Schalke der Führungstreffer von Ulf Kirsten scheinbar für die Trendwende. Ein Trugschluss. Wo ich immer dran denken werde, wir haben in Schalke im alten Parkstadion 1:1 gespielt mit 7 Feldspielern. Wir wurden schon frühzeitig 3 Mann vom Platz geschoben. Wir haben in der letzten Minute kriegen wir den Ausgleich. Und der Punkt hätte auch schon gereicht. Diese Partie wurde zum Sinnbild einer verkorksten Saison. Erst musste Rudi Völler frühzeitig wegen einer Verletzung ausgewechselt werden. Und dann kassierte Bayer 04 unfassbare 3 Platzverweise durch den an diesem Tag bei Bayer 04 nicht gut gelittenen Schiedsrichter Uwe Kemling. Markus Münch und Ulf Kirsten mussten dabei sogar binnen Sekunden vorzeitig duschen gehen. Carsten Ramelow folgte in der 63. Minute. Dann kommen diese Dinge eben zusammen, ja, dass man einfach sagt, hast du kein Glück, kommt auch noch Pech dazu. Also diese typischen Sprüche. Man hat sich ja übers Jahr erarbeitet, also wirklich erarbeitet, dass man da unten drin steht. Und man sucht natürlich dann immer so ein paar Sachen, wo man sich dran hochziehen kann. Natürlich tragen die da nicht dazu bei, dass man ruhiger und sicherer wird, wenn man in Unterzahl führt. Dann kommen halt die Dinge einfach zusammen. Wie war denn die rote Karte aus Ihrer Sicht? Ja, ich habe im Schiedsrichter eigentlich nur gesagt, dass es vom Markus Münch ein Handspiel war, eine Foul, da kann man nicht gleich gelb-rot geben. Da gibt er mir gelb und dann sage ich zu ihm, ich bin Kapitän, ich muss ja auch was sagen können. Und dann gibt er mir rot. Also Sie haben schon ein bisschen den Wischer gemacht dabei, ne? Ja, dann hat der Gelb muss man ja, wenn man nichts mehr sagen darf. Andere, die springen den Ball aufs Kreuz, also, da gibt er nichts. Und bei uns wird immer gelb oder rot gegeben. Und wie gesagt, vielleicht wollen sie es auch der Liga haben, ich weiß es nicht. Dass ich den Ball viel zu weit vorkomme, gar nicht mehr ran. Und dann hakt er sich bei mir ein. Ach, absolut lächerlich. Es kam, wie so oft, ein Tiefschlag kurz vor Schluss. Wieder ein Remis, wie so häufig in dieser Saison. Und Bayer 04 kam ohne Siege dem Abgrund immer näher.
Nur ein einziger Sieg stand in der Rückrunde bis zum 30. Spieltag zu Buche. Die Bayer 04-Mannschaft, gespickt mit Stars, im freien Fall. Nach dem 1:2 zu Hause gegen Karlsruhe zog Bayer 04 die Reißleine und entließ Erich Ribbeck. Co-Trainer Peter Herrmann war nun am Steuer. Rainer Kallmann rief an und muss das jetzt übernehmen. Und habe natürlich auch gemacht. Und das erste Spiel war gegen Oerdingen, haben wir 3:0 verloren. Das ist kein guter Einstieg. Ich glaube, man wollte einfach nochmal ein Zeichen setzen, weil man dann als Verein auch gedacht hat, wenn wir jetzt nichts mehr tun, dann könnte es wirklich eng werden und da einfach den letzten Strohhalm nochmal zu ziehen. Ich hatte mit Erich Ribbeck einen sehr guten Kontakt. Wir hatten damals auch schon in München zusammengearbeitet. War ein guter Trainer, sehr guter Trainer, hochqualifiziert, aber hatte einfach den Erfolg in dem Moment nicht und ist dann Gesetz des Fußballs eben ausgetauscht worden. Der Peter hat es übernommen, hat alles reingeworfen, was er hatte. Dann haben wir das zweite Spiel, da sind wir dann nach Much gefahren, ins Bayerische Land. Vor dem Spiel gegen 60 haben wir auch gewonnen. Da haben wir gedacht, jetzt haben wir es eigentlich geschafft. Peter war ja eigentlich immer schon so die gute Seele. Ja, also er war immer schon Co-Trainer, er war lange Jahre hier, er kannte das Umfeld. Er hat viel mit den jungen Spielern gearbeitet, hat die jungen Spieler rangeführt, hat sich darum gekümmert. Er hat gar nicht so viel geändert. Ich als junger Spieler, es war halt so, dass ich mich fast nur um mich gekümmert habe. Gerade dann zum Schluss, wo es nicht so toll gelaufen ist, war ich natürlich auch in der Kritik, weil ich sah auch bei einigen Aktionen, wie es auch so oft ist, wenn man in einer Mannschaft spielt, die unten irgendwie so ein bisschen rumkriecht, dann kriegst du halt schon mal eine Gurke rein. Die Situation bei Bayer 04 wurde immer prekärer. Letztendlich war das dann halt... Dass es in der Saison natürlich dann dazu kam, dass Peter Herrmann dann für die Mannschaft zuständig war. Er wusste natürlich, dass ich jung war und wie gesagt, die Leistung war auch nicht mehr so stabil. Und dann hat er mich halt auch in seine Kabine reingerufen und hat gesagt, ich glaube, das war nach dem Dortmund-Spiel, wir haben in Dortmund verloren. Und er hat gesagt, ja, ich überlege, den Rüdiger reinzusetzen. Wieder ins Tor, um ein bisschen mehr Stabilität in die Mannschaft reinzubringen. Ich glaube einfach, dass wir uns im Kopf her zu spät damit beschäftigt haben. Also wir haben es immer vor uns hergeschoben, wir haben gesagt, es sind nur 10 Spiele, wir haben nur Zeit, wir haben da nichts mehr zu tun, wir brauchen nur noch ein paar Punkte. Und die paar Punkte kamen eben nicht. Und dann, wie gesagt, kriegt man Wackelfüße und dann Druck im Kopf und so weiter und dann funktioniert es halt eben nicht. Und dann rutscht man da rein. Dann wäre ich raus gewesen. Und raus für immer. Das war halt so für mich. Und da habe ich dem Peter gesagt, ey, bitte lass mich drin. Ich werde dir beweisen. Ich werde dir alles geben, was ich habe. Und ich glaube fest daran, dass wir in der Bundesliga bleiben. Und dann hat er mich Gott sei Dank weiterspielen lassen. Nach zwei weiteren Pleiten kam es dann tatsächlich zum Abstiegsendspiel gegen Kaiserslautern. Gerade Kaiserslautern, die standen eigentlich am Anfang schlecht und haben dann eine riesen Rückrunde gespielt. Und die waren auch sehr gut besetzt, genauso wie wir. Und die haben ja auch danach noch das Pokalspiel gewonnen und haben die Mannschaft zusammengehalten, sind aufgestiegen und sind ein Jahr später Deutscher Meister geworden. Also die waren richtig gut drauf. Ne? Und wir waren, bei uns ging es bergab. Und wie gesagt, da liegen dann noch die Nerven blank. Ich habe auch Mitleid wirklich mit den Mannschaften, die unten spielen jetzt. Ich habe das selber mitgemacht damals, Gott sei Dank selten in meiner Karriere. Das war das einzige Mal so in der Form. Was das bedeutet, wenn man die Tage davor vom Anpfiff im Trainingslager ist und man hat kein gutes Bauchgefühl, gerade wenn man vorher permanent verloren hat. Das sind schwierige Zeiten. Das würde ich heute nie mehr machen. Wir haben dann nochmal ein zweites Trainingslager gemacht, auch im Much, weil es beim ersten Mal funktioniert hat. Vor dem Spiel gegen 60 haben wir dann 2:0 gewonnen. Aber das war eher lähmend. Und sind immer für lange Spaziergänge gegangen und haben uns selbst natürlich Mut zugesprochen. Aber das war natürlich dann so, dass wir schon gemerkt haben, da liegt was so in der Luft. Man ist besser, wenn man zu Hause bei der Familie und kann abschalten. Da gab noch Frauen von der Geschäftsstelle, die haben da so halb geheult, die Arbeitsstelle in Gefahr und alles zog einen noch ein bisschen mehr runter. Und darum würde ich das heute nicht mehr machen. Der Rainer Kallmund kam dann auch, ich glaube, einen Tag vorher zu uns und hat gesagt, ey Jungs, wenn das jetzt nicht klappt hier, dann wird es auch eng, nicht nur für die Mannschaft, also die zusammenzuhalten vom Finanziellen, sondern natürlich auch für die ganze Belegschaft drumherum. Das heißt, wenn wir diese
sozusagen diese Einnahmen vom UEFA Cup, die wir eigentlich eingepriesen hatten, die, wenn das nicht mehr da ist, dann müssen wir vielleicht ein paar Leute kappen. Eines war klar vor diesem Duell. Der Verlierer dieses Spiels, Bayer 04 gegen Kaiserslautern, musste in die zweite Liga absteigen. Ein Horrorszenario in Leverkusen. Man geht schon mit Wackelfüßen ins Spiel, ist einfach so. Also jeder, der da sagt, das war nicht so, der müsste lügen oder ist halt so ein eiskalter Hund. Arbeitsplätze, sogar der Stadionumbau des Ulrich-Haberland-Stadions. Existenzen, die bei Bayern 04 auf dem Spiel standen. Der Abgrund, zweite Liga, nur noch 90 Minuten entfernt. Hinzu kam, dass das Stadion noch nicht ganz fertig war wie heute. Ich stand schon Backer. Ja, es war wirklich eine schwere Situation, wenn man heute drüber nachdenkt. Mir ist halt gar nicht damals so bewusst geworden. Der Rudi Völler hört auf, das war sein letztes Spiel. Und das war samstags und dienstags war schon das nächste Spiel für ihn. Das Abschiedsspiel gegen die deutsche Nationalmannschaft, 96 vor der Europameisterschaft. Und es wäre ja ein Drama gewesen, wenn der Rudi da abgestiegen wäre. Ja, wir wussten schon und hat man uns auch relativ deutlich vermittelt, dass sehr, sehr viel dranhängt. Also nicht nur für uns als damalige Spieler, sondern für Familie, für Vereine, für das ganze Bayerwerk und für die ganze Stadt. Ja, und demzufolge war es natürlich schon sehr, sehr schwierig, völlig frei da reinzugehen. Ich kann mich aber noch daran erinnern, dass das schon drückend war im Trainingslager und dass eigentlich der Druck immer größer wurde. Und dass das jetzt nicht so die optimale Vorbereitung war. Man hat es gemerkt, dass die Mannschaft völlig gehemmt war und auch nicht so frei aufgespielt hat wie sonst. Schlaflose Nächte bei Spielern, Trainern und Mitarbeitern. Bayern 04 ging quasi ohne Selbstbewusstsein nach einer Pleitenserie in die letzten 90 Minuten der Saison. Wir haben halt versucht, ein bisschen Lockerheit reinzubringen. Wir haben abends vorher noch eine Sitzung gemacht und auch war eine ganz lustige Sitzung. Und am Spieltag natürlich klar die Aufgaben verteilt. Ich glaube noch, Hans-Peter Lederhoff solle gegen Bremen spielen. Meine Aufgabe war damals nur, Wegmann hinterher zu laufen. Ja, ich sollte Wegmann ausschalten. Fußball spielen kannst du auch, wenn du dann mal einen Ball hast, dann mach irgendwas. Aber wenn du auf Toilette gehst, gehst du mit. Also ich habe ja damals guten Kontakt mit dem Paulo Sergio auch gehabt. Auch mit ihm gebetet. Das war die Zeit, das war ja so eine Tradition, auch mit Jorginho, Paulo Sergio, mit christlichen Glauben. Und das hat mir eigentlich sehr, sehr viel geholfen. Ich habe mich, ich glaube, 1,5 Jahre zuvor auch mit Gott beschäftigt. Bin dann auch zu Paulo Sergio mal nach Hause gegangen, habe mal so geguckt, wie der tickt und alles. Ja? Und habe dann eigentlich auch Vertrauen in Gott gehabt. Auch, dass Gott im Endeffekt, egal wie das Spiel gegen Kaiserslautern ausgegangen wäre, auch dann trotzdem den besten Weg für mich und auch für den Verein gehabt hat. Die Busfahrt kann ich mich noch erinnern, vom Trainingslager hier ins Stadion, die war nicht so wie sonst. Also jeder war mit sich selbst beschäftigt, war sehr ruhig und alle wussten nicht, was passiert, was heute auf ihn zukommt, was auf die Mannschaft zukommt, was auf den Verein zukommt. Das war schon sehr besonders. Das war natürlich die Anspannung zu merken auf dem Platz, in der Kabine vor dem Spiel. Es war, niemand hat geredet, es war halt, sonst wird mal ein Witz gemacht, also, aber da ging halt gar nichts. Wie gesagt, wir waren auch ein paar Tage vorher schon im Hotel. Ja? Wir haben also auch versucht, keine Zeitungen zu lesen. Internet war ja damals auch noch nicht, Gott sei Dank. Und haben da wirklich uns versucht, auch zu fokussieren. Am Spieltag, das war schon wie heute, kam Christian Wörns vor der Sitzung. Ich kann nicht spielen, ich habe Knieprobleme. Also das war dann nicht ganz einfach, muss man ganz klar sagen. Die Spannung war zum Greifen nahe. Vom Anpfiff weg war es eine knüppelharte Partie. Alles war jetzt reine Nervensache. Und es kam, wie es kommen musste. Es war das erwartete Zitterspiel. Bayer 04 ohne Mut und mit viel Verunsicherung geriet nach einer torlosen ersten Halbzeit durch das Tor von FCK-Stürmer Pavel Kuka in Rückstand. Ich hatte eigentlich die Tage vorher überhaupt nicht mehr trainiert, weil ich eigentlich davon ausgegangen bin, dass ich nicht mehr spielen muss. Und dann ist es doch noch mal eng geworden und dann musste ich doch noch mal spielen. Konnte aber gar nicht mehr trainieren, weil ich konnte gar nicht mehr laufen richtig. Ja, war ein Stellungsfehler, habe ich falsch eingeschätzt. Ich habe damals in der Innenverteidigung gespielt, weil der Christian Wörns, glaube ich, verletzt war. Also überhaupt nicht meine Position. Ich bin ja eigentlich eher ein Mittelfeldspieler oder ein Linksverteidiger gewesen und kein Innenverteidiger. Allein schon von meiner Größe her
hat es nicht gepasst, aber musste ich damals spielen, weil eben alle verletzt waren und nicht da waren. Und dann kommt schon so ein Fehler schon mal vor, ne? Weil du es einfach nicht gelernt hast. Ne? Und unglücklich, aber bringt nichts. Ne? Jeder macht Fehler und dann geht's weiter. Bayer 04 mit 1,5 Beinen in Liga 2. Der Rucksack für die Spieler wurde immer größer. Wir hatten einfach diese Spirale, die nach unten ging. Natürlich waren wir nur 1-0 hinten. Natürlich ist dann immer mal schnelles 1-1 gemacht, auch wenn es nur ein Zufallstreffer war, auch wenn es schlecht lief. Die Kaiserslautern waren besser an dem Tag. Der Glaube wurde natürlich mit Minute ein bisschen weniger, aber du musst natürlich trotzdem weitermachen. Da haben wir eigentlich ganz gut reagiert. Bin ich eigentlich nicht ganz niedergeschlagen gewesen. Wir dürfen nicht in Rückstand gehen. Das war ja so diese oberste Prämisse, dass man sagt, lange zu null irgendwie ein Tor machen und dann den Sieg einfahren. Da fällt so ein Kartenhaus irgendwie wieder zusammen. Also man bricht so ein bisschen zusammen und ich glaube daran sind wir auch in den Spielen davor gescheitert. Bayer wurde immer schwächer. Kaiserslautern dagegen hatte beste Konterchancen, so wie hier. Der lange Lauf des Mittelstürmers Pavel Kuka endet bei Dirk Heinen. Beinahe wäre dann alles vorbei gewesen. Doch Torhüter Dirk Heinen rettete gegen Pavel Kuka Bayer 04 vor dem Desaster zweite Liga. Viele haben das gar nicht registriert, glaube ich. So im Nachhinein sagen viele, ach, das war eigentlich Abseits. Und hin und her sage ich, nee, es war nicht Abseits. Der kam auf mich zu und das wäre Schluss aus Mickey Maus gewesen. Ja? Und das war aber so eine Stimmung auch im Stadion, wo jeder sehr wahrscheinlich von den Fans dachte, oh Scheiße, was ist denn jetzt? Und dann ist der halt gekommen und ich sage, ey, komm. Und dann Gott sei Dank konnte ich das Ding retten. Diese Situation habe ich im Prinzip auch noch vor Augen. Wie er in dem Moment wirklich frei vor der Kiste steht und bevor er überhaupt abgeschlossen wird, schon gesagt wird, um Gottes Willen geht er jetzt rein, es sieht wirklich sehr, sehr dunkel aus, gab es dann nochmal so einen Schub, ja, denke ich schon. Also um einfach zu sagen, so jetzt hätte die Entscheidung sein können gegen uns, jetzt werden wir nochmal alles dran setzen, das Ding auf unsere Seite zu bringen. Das heißt, sie haben sie auch selbst in der Hand gehabt. Im Nachhinein sind sie selbst schuld, dass sie mit zwei Top-Chancen nicht das zweite, dritte Tor gemacht haben. Ja? Und dann haben sie uns praktisch nochmal die Tür geöffnet. Jedenfalls ist Rudi zum Einwurf gestürzt. Ja? Also von vorne irgendwie, der da eigentlich nichts zu suchen hatte, ja? Weil er ja vorne die Dinger machen sollte. Aber irgendwie total schnell reagiert hat. Kuka wirft mir ja dann den Ball zurück, nachdem ein Spieler verletzt war. Und ich den Ball nach vorne bolze und Rudi Völler nimmt den Ball halt an und wird gefoult. Und daraus ist ja letztendlich dieses 1-1 dann gefallen. Da war ja keiner mehr vorne. So, also ganz so viele Möglichkeiten hatte ich nicht. Und ja, dann sind wieder so Situationen, wo man halt nicht überlegt. Ne, wo man einfach sagt, Feuer frei, Platz, einfach schießen. Und zum Glück war ein Flatterball. Ja, also war, glaube ich, mein erster Vollspannstoß in meiner Karriere. Wir hatten alle nur noch einen Vorwärtstrang. Es war nur noch 10 Minuten zu spielen. Da, ob du dann das zweite oder dritte Tor bekommst, ist egal. Ne? Du musst versuchen, noch den Ausgleich zu erzielen. Ja, er konnte ihn zum Glück nicht festhalten. Und Markus stand da und zimmerte ihn dann sozusagen unter die Latte. Und der Ball fiel halt auf meinen linken Fuß. Und es war nun mal mein starker Fuß. Und hat gepasst. Es war halt eine absolute Erlösung, aber natürlich auch immer noch zu sagen, hey, es darf nichts mehr passieren, weil es war ja dann plötzlich alles nochmal drin. Es war halt schon verrückt. Wie gesagt, ich war halt zur richtigen Zeit dann auch da gestanden. Ein ganzer Verein im Jubelrausch. Und wo es dann vorbei war, dann ist halt eine Last. Ich habe einfach nur geweint, bin in die Kabine gerannt. Es war halt verrückt. Ja. Freude pur, das weiß ich noch. Lagen uns alle in den Armen irgendwie. Kalli kam runter, das weiß ich noch. Haben wir uns in den Arm genommen. Und normalerweise, das ist eine Szene, die vergisst du nicht so schnell. Normalerweise nimmst du dich in den Arm und dann sprichst du irgendwas. Sagst du, super, klasse, haben wir es geschafft oder so. Und wir haben einfach nur 2 Minuten im Arm gelegen, haben nichts gesagt. Ja, weil es einfach so die Spannung abgefallen ist und einfach so wichtig war. Ja. Das muss ich auch sagen, ist der Markus Mönch, nicht alleine wegen dem Tor, der war ja nur ausgeliehen. Ne? Der war nur ausgeliehen und der stand schon fest, dass er nach Bayern München zurückgeht. Das war ja ganz normal, aber er hatte auch schon einen OP-Termin, er musste in der Leiste operiert werden. Ne? Und ein normaler Spieler sagt dann, komm, lass mich jetzt operieren, bin ich zur neuen Saison fit. Ne? Und der Markus Münch ist so ein bisschen, sagte mal, jetzt ist er jetzt
paar Jahre her so ein bisschen verschrien als schlampiges Talent. Ne? Aber da hat er seinen Mann gestanden. Der hat die OP verschoben, hat die erst nach der Saison gemacht und hat seinen Mann gestanden. Und darum hat er bei mir auf Lebenszeiten einen Stein im Brett. Er war wochenlang verletzt, konnte es kaum trainieren, konnte, hat er dann mal im letzten Spiel nochmal alles gegeben für unseren Club. Und ja, freue mich, deshalb ist er immer herzlich eingeladen. Und der Kleine sowieso, der hat ja fast das 2-0 noch verhindert, kurz vorher. Nee, tolle Geschichte. Und Fritz Walters Enkel am Boden. Jetzt war der erste FC Kaiserslautern 1991 noch deutscher Meister, 5 Jahre später ganz unten. Als Schiedsrichter Bernd Heinemann dann das furiose Finale abpfiff, brachen alle Dämme. Auf der Tribüne und auf dem Fußballplatz. Ein Punkt war am Ende zu wenig, die bessere Mannschaft musste absteigen, die Spieler konnten ihre Tränen nicht zurückhalten. Und während Leverkusen feierte, trafen sich in den Katakomben zwei Weltmeister. Jetzt nach 90 Minuten waren sie nur noch gute Freunde. Bilder, die kein Fußballfan je vergessen wird. Der 18. Mai 1996, 17.20 Uhr, Ulrich-Haberland-Stadion Leverkusen. Es war geschafft. Gerade eben noch hatte das Tor von Markus Münch Bayer 04 vor dem Unfassbaren, vor dem Unwirklichen bewahrt, dem Absturz in die Zweitklassigkeit. Es war, glaube ich, eine Erlösung für alle. Also man hat es an allen Leuten, an den Fans, an den Mitarbeitern, am ganzen Team gemerkt, dass halt da ein relativ großer Stein vom Herzen gefallen ist. Weil man wusste ja und man hat es ja auch oft genug gesagt gekriegt, was im Endeffekt da dran hängt. Wir haben dann oben im VIP-Raum noch was getrunken. Ich glaube, ich bin ins Wasserbecken gefallen, das muss schon rein. Ja, es fällt dann später ab, nach 1, 2, 3 Wochen. Wir hatten dann auch nur dieses Abschiedsspiel. Das war natürlich dann doppelt so schön, das Abschiedsspiel. Ne? Wäre natürlich nicht so schön gewesen, wenn wir da verloren hätten. Und ich glaube auch letztendlich, sag ich mal ganz ehrlich, der Fußballgott, der wollte das auch nicht, dass der Rudi so seine Karriere beendet. Das hätte er nicht verdient gehabt. Nach dieser Spielzeit ist bis heute aus einem Abstiegskandidaten ein Dauergast auf internationaler Bühne geworden. Ja, ich denke mal, sind die richtigen Lehren daraus gezogen worden. Im nächsten Jahr war man Zweiter. Man hat mit Christoph Daum einen Top-Trainer verpflichtet. Der muss ich ehrlich sagen, der hat da mal richtig einen Schwung reingebracht in den Laden. Und es ging einfach bergauf. Er war im nächsten Jahr Zweiter und spielt in der Champions League. Das zeigt halt das Fußballerleben auch, wo du eigentlich voll am Boden hängst, ja, so knapp vorbeischrammst, runterzufallen und dann Zweiter wirst. Doch wer weiß, was ohne den Treffer zum 1:1 geworden wäre. Bayer 04 in der zweiten Fußball-Bundesliga. Auch 25 Jahre nach diesem dramatischen Ende einer Horrorsaison ist es in Leverkusen immer noch irgendwie unvorstellbar. In dieser Problematik, wie es hier war und auch im Selbstverschulden und wie man es auch selbst in der Hand haben konnte und wie es sich nachher entwickelt hat, war das eigentlich oder ist es schwer zu übertreffen. Ich bin ja so jung, mit 10 Jahren schon zu Bayer gekommen. War der Torwart der Balljunge vom Rüdiger Vollborn, hab dem die Bälle zugeworfen. Irgendwann mal durfte ich dann für Bayer auch als Profi spielen. Ich persönlich bin jetzt seit 40 Jahren in Leverkusen, hab mein halbes Leben für Bayer gearbeitet. Ich war am richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, hab alles gegeben, die Leute haben es honoriert, bin ich stolz drauf und freue mich. Aber ich freue mich eigentlich viel mehr, dass ich deswegen auch ein gutes Standing habe, weil ich hier 2 tolle Jahre hatte. Also ich hatte unglaublich schöne Zeit. Viele Leute, viele Freunde, tolle Mannschaft gehabt mit Kalli, mit Vossen, mit Rudi, auch Ben Schuster. Ich bin ja ein Kölner Junge, aber ich war immer Bayer-Fan. Mein Vater kommt ursprünglich aus Leverkusen, wurde natürlich viel Hohn und Spott über mich erzählt in Köln. Aber letztendlich verfolge ich das natürlich mit Freude. Ich bin ja in Irland, habe aber noch Satellitenfernsehen und sehe natürlich, dass alles viel, viel professioneller geworden ist. Es war eine super Zeit hier in Leverkusen. Vielleicht war es nirgendwo so schön wie hier, was die Kameradschaft angeht. Das glaubt man eigentlich gar nicht, weil man immer so diese Vorurteile von so einem Plastikclub hatte früher, ne? Von Bayer und so. Aber das war es nicht. Der Verein steht sehr gut da, hat auch ein bisschen Tiefs gehabt. Ja, musste den anderen Abgang verkraften, aber bis jetzt ist das immer hervorragend gemacht worden. Die Entwicklung ist ja seit 1996 immer stetig nach oben gegangen. Also es ist ja, was hier erschaffen worden ist mit dem Stadion, mit der Mannschaft, das ist ja
war ja nicht absehbar. Ich hoffe halt auch, dass sie sich im Endeffekt, dass irgendwann auch mal diese runde Schale dann in so einer Vitrine da hinten hängt. Das, was mich am meisten freut, dass du immer noch so ein Standing hast und so einen guten Draht hast. Nicht nur wegen dem Tor, sondern weil es eine schöne Zeit war. Weil es wirklich eine coole Sache war hier in Leverkusen.